Wenn bei dieser Frage nach der Flucht gefragt wird, dann ist da natürlich eine bestimmte Tendenz in der Fragestellung. Das klingt so, als wäre jede Form von verstärkter Religiosität oder intensivierter Religiosität bereits eine Flucht. Und man würde ihr nicht zugestehen, dass zum Beispiel religiöse Praktiken, die Aufgehobenheit in der religiösen Gemeinschaft nicht durchaus auch bestimmte psychische Probleme bearbeiten kann. Religion und psychische Gesundheit können sowohl positiv miteinander verknüpft sein als auch negativ. Also hier muss ich immer schauen, um welche Gemeinschaft handelt es sich, in welchem Land, in welcher Zeit bewege ich mich und gegebenenfalls sogar innerhalb von einzelnen Gruppierungen kann dieses Verhältnis von Religion und psychischer Gesundheit unterschiedlich ausfallen. Also auch abhängig etwa von der Persönlichkeit einer Person und was diese Persönlichkeit in einer bestimmten Lebenssituation braucht. Ein Beispiel hierfür, eine Korrelation kann zum Beispiel sein die Kohäsion. Eine religiöse Lehre, eine Gemeinschaft kann eine bestimmte Orientierung vorgeben, kann Welt kohärent machen. Und das kann natürlich orientierend sein, das wäre eine positive Verbindung, ein positiver Beitrag für psychische Gesundheit. Es kann aber auch einengen, indem es sehr enge Vorstellungen von Welt sind, bis hin etwa zu einem Kreationismus, dass man dann solche Sonderpositionen bezieht und sich selbst stigmatisiert oder ausschließt. Oder auch in Bezug auf, den, auf das Selbstwertgefühl, da kann natürlich Religion mit positiven Emotionen unterstützen, etwa Glück oder Halt bieten. Es kann aber genauso gut auch je nach Lehre oder Verständnis vom Menschen verbunden sein mit Gefühlen von Scham oder Schuld, die hier dann eher negativ korrelieren würden mit psychischer Gesundheit. Diese Gegenüberstellung findet sich häufig in den Medien von den leeren Kirchenbänken, dem leeren traditionalen Christentum auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehr emotional bewegte, lichtinszenierte Gottesdienste in Megachurchs oder eben in evangelikalen Freikirchen. Wenn man hier aber genauer religionswissenschaftlich hinschaut, dann ist der Unterschied gar kein so großer. Zunächst von den Zahlen, die Mitgliedschaft, wenn wir jetzt uns evangelikale Freikirchen in Deutschland anschauen, da hat ein Kollege einmal die Mitglieder zusammengezählt dieser verschiedenen Kirchen und das waren gerade einmal zwei Prozent der deutschen Bevölkerung im Jahr 2015. Wenn wir innerhalb des Katholizismus bleiben, wie es die Frage nach dem Münster nahelegt, dann haben wir da auch ein ganzes Spektrum sehr unterschiedlicher charismatischer Bewegungen und auch das sind zahlenmäßig sehr wenige natürlich zu events treffen sich hier viele jugendliche häufig in den kirchen das erweckt den anschein als wäre es eine ganz große bewegung das liegt aber eher daran dass hier sehr individuell ein angebot an jugendliche hauptsächlich gemacht wird die hier eine ganz bestimmte art von frömmigkeit finden die ihnen erlebnisse gibt also starke emotionen und erlebnisse die zugehörigkeit zu einer gruppe der Unterschied ist auch nicht so groß, wenn wir uns die Theologie anschauen. Die ist sowohl mit Blick auf das katholisch-römische Lehramt als auch bei diesen charismatisch-katholischen Gruppierungen sehr traditional. Hier wird eine ganz bestimmte Sexualmoral vertreten. Wir finden es häufig dann noch sehr viel stärker bei den charismatischen Bewegungen, dass wir hier eine Retro-Traditionalität haben, also etwa einen Supranaturalismus man glaubt an eine Wortoffenbarung, man nimmt Bibel sehr wörtlich und Gott hat einen Plan mit jedem und jeder einzelnen in dieser Welt und es gilt diesen Plan zu erkennen und zu entdecken. Auch wenn man sich anschaut, wie sich die großen Kirchen und charismatische Bewegungen strukturell unterscheiden, finden wir keinen so großen Unterschied. Wir haben eine hierarchische Organisationsform, wir haben sehr stark eine Fixierung auf den Stand des Klerus. Den wir bei beiden finden. Wir finden die Entmächtigung von Frauen. Das bedeutet, hier sind keine großen Unterschiede feststellbar. Das heißt, von diesen beiden Akteursgruppen, klerikale Diözese und charismatisch-katholische Bewegungen, gehen gar nicht die großen Transformationen aus, sondern, das sehen wir gerade am Ende dieses Jahres 2022 sehr deutlich, sind das eher andere, sehr heterogene Akteursgruppen. Dazu zählen etwa jetzt bei dem Anstoß zur Überarbeitung des kirchlichen Arbeitsrechts viele Arbeitnehmerinnen in kirchlichen Einrichtungen. Wichtig sind da auch die Akteursgruppen, die ausgetreten sind aus dieser Kirche und damit sehr deutlich markiert haben, dass man mit der Struktur, mit der Lehre so nicht einverstanden ist oder das nicht mehr attraktiv findet. Es finden sich sehr viele Laien auch in den Kirchen oder auch sogar in der diözesanen Behörde wieder, denen hier eine ganz wichtige Rolle zukommt. Und diese vielen Gruppen haben in gewisser Weise mit einem unintendierten Effekt einen sehr großen Außendruck erzeugt auf die Institution und hat dazu geführt, dass wir jetzt so eine gewisse Aktualisierung in Bezug auf liberale Freiheitsrechte beobachten können die sich hier im Arbeitsrecht widerspiegeln. Zunächst wäre zu fragen, was damit gemeint ist, dass sich die Menschen nach innen wenden, also an was man da genau denkt. Ähm, hier steht im Hintergrund häufig auch wieder ein polemischer Diskurs, dass man sagt, die Spiritualität ab den 60er Jahren, die wäre ja introvertiert, egozentrisch. Es ginge immer nur um das Selbst, um die eigene Befindlichkeit. Das würde so in den Bereich von Wellness gehören und soziale Fragen oder soziales Engagement würde weitgehend fehlen. Es gibt sehr viele religiöse Praktiken, die neu entstanden sind seit den 1960er Jahren, seit den 1970er Jahren. Eine Zeit, in der sehr stark etwa die humanistische Psychologie, die transpersonale Psychologie von dieser Seite her neue Therapieformen, Formen der Selbstauseinandersetzung eingebracht hat. Also da in dieser Zeit ist eine neue Subjektivitätsform entstanden. Das hängt jetzt mit Blick auf das religiöse Feld auch damit zusammen, dass verstärkt religiöse Praktiken, Körperpraktiken, Psychotechniken etwa aus Ost asiatischen Religionen aufgegriffen wurden, Meditationsformen, Heilformen, aber auch aus weltweit verschiedenen Formen, die man dann modernen westlichen Schamanismus genannt hat. Also da haben wir ein ganzes Bündel, das auch widerspiegelt, dass sich in den 60er, 70er Jahren einfach eine neue Subjektivität herausgebildet hat. Man spricht nicht umsonst von der reflexiven zweiten Moderne. Das heißt, es ist durchaus ein richtiger Kern in dieser Beobachtung der Innenwendung, insofern damit gemeint ist, dass das Selbst, das dann entwickelt werden darf, soll hin auch bis zu einem kosmischen Selbst im Kontext religiöser Praktiken, dass das zentraler geworden ist. Gleichzeitig gibt es dazu in dem Sinne gar keine Alternative, denn dass das Selbst sich um sich kümmert, diese Form von Selbstsorge treibt, das ist ja nicht nur im religiösen Bereich so, sondern das betrifft auch sogenannte säkulare Subjekte. Das ist eher eine allgemeine Adaptionsleistung dieser modernen, spätmodernen Subjekte mit den Herausforderungen umzugehen.